So, die dritte und die vierte Truhe werden zusammengeholt. Da fängt man im Zufluchtsort der Sonnensperre an und verlässt ihn in Richtung Kommandostelle. In der Kommandostelle angekommen, geht es nicht in die Arshak-Bastei, sondern in Richtung Jahai-Klippen, um dann ungefähr hier oben rauszukommen. So, und in Jahai-Klippen angekommen, geht es dann schnurstracks hier an dem Wanderpriester vorbei. Wichtig ist bei dem, versuchen, irgendwie innen durchzukommen. Man neigt dort des Öfteren dran zu stacken und findet sich dann, wenn man ungefähr hier auf der Karte ist, dann wieder bei dem lieben Wanderpriester hinten und kommt nicht mehr weiter. Aber gut. So, die nächste Truhe, also jetzt quasi das dritte, ist jetzt schon schön zu sehen. Steht mitten in der Festung drin. Wichtig ist hier, möglichst schön mit Schattenform reingehen, weil der Djinn doch einiges an Schaden rausballert. Und jetzt nicht versuchen, hier irgendwie zurückzugehen, sondern auf direktem Weg weiter nach Süden, in Richtung Arshak-Bastei. Hier ein bisschen aufpassen, hier könnten in dem Bereich, glaube ich, noch Alraun kommen. Die sollte man jetzt vielleicht unbedingt aus dem Boden pullen, obwohl es eigentlich relativ egal ist. Na gut, Helden sind ein Stück weiter zurückgefallen, deswegen gibt es jetzt gerade keinen richtigen Speed mehr hier, aber ist egal. So, dann geht's jetzt in die Arshak-Bastei. So, in der Arshak-Bastei, gleich links zum Abbiegen und hier links an dem Felsen vorbei. Diese Gruppe hier kann man halt in dem Punkt ignorieren, weil man kann halt einfach links vorbeilaufen. Und da vorne ist der nächste vergrabene Schatz. Nummer 4. So, gut. Das war Nummer 4 und weiter geht es dann in der Modok-Spalte.